Ich habe keine Lust mehr, Single zu sein und habe mir gefühlt deswegen letzte Woche jede Dating-App runtergeladen, die es so gibt. Und ich lese auch dauernd in den Kommentaren, hey Randy, wie läuft's mit dem Dating? Und ganz ehrlich, da läuft noch nicht viel. Ziemlich witzig fand ich, dass ein guter Kumpel mir per WhatsApp geschrieben hat und gesagt hat, hey, wenn du Tinder Gold brauchst, hier ist ein Code. Mal sehen, ob das hilft oder nicht. Ansonsten habe ich mich dazu entschieden, erstmal kein Geld auf den Plattformen zu investieren und erstmal zu schauen, wie es läuft. Aber vielleicht wird das auch noch anders. Mein bisher einziges Erfolgserlebnis war tatsächlich ein Match auf Tinder. Allerdings habe ich da noch nicht geschrieben, weil ich mich auch die ganze Zeit frage, was schreibt man da am Anfang? Er mögt mich jetzt für verrückt halten, vielleicht verkompliziere ich das Ganze auch, aber ich bin da wirklich so ein bisschen ratlos. Vielleicht bin ich auch irgendwie einfach aus der Übung, da ich ja eigentlich seit 15 Jahren niemanden mehr daten musste. Schreibt mir gern eure besten First Lines in die Kommentare, falls ihr da welche habt. Oder auch, was ihr als Frau gerne lesen würdet. Ich werde jetzt mal den Rest der Woche auf jeden Fall ein bisschen durchswipen auf den verschiedenen Netzwerken. Dann einfach mal schauen, ob sich was ergibt und natürlich gute Pickup-Lines benutzen. Mach auf jeden Fall das Plus weg, wenn du keinen Part meiner Dating-Reise verpassen willst. Was mir auf jeden Fall besonders wichtig ist, dass von Anfang an respektiert wird, dass bei mir die Kinder an erster Stelle stehen, denn das war so, das wird auch so bleiben. Und man muss, glaube ich, damit klarkommen, dass ich ein ziemlich großer Nerd bin und das ist Hardcore. Aber vielleicht findet sich ja jemand, der genauso viel übrig hat für gefühlt jedes Fandom wie ich. Und natürlich wäre Leipzig und Umgebung auch ganz wichtig, denn eine Fanbeziehung, das wird nichts mit mir. Wünscht mir Glück, ich werde euch auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden halten.